Triebwerke aus. 12 Tage. Das Licht machen wir auch aus. 18 Tage. So, und dann schauen wir uns. Wahrscheinlich, das ist schon geil. So, oder ich muss ganz kurz nochmal einen Screenshot machen. Das sieht mega aus. Moment. Das war absolut perfekt. So, wenn ich jetzt die falsche Taste drücke, ist die Aufnahme weg. Nee, ich habe die richtige Taste gedrückt. Schön, ich kann es noch. Mega. Absolut belangloser Punkt, wo wir eigentlich sind, und sieht trotzdem so schön aus. So, du hoch, texturierter Baum. Ach, schön! Ach so, gefällt mir besser. Sieht jetzt aus wie ein Kaktus ein bisschen, ne? Ein Tannenbaum. Auf den Weitem. Ja, ja. Von hier aus sah es jetzt echt bescheiden aus, muss man sagen. Ja, genau. Die Scheinwerfer von unserem Charakter bekommen das nicht hin, oder? Ne. Aber die von unserem Fluggerät haben das schon hinbekommen, das sah es echt bescheiden. Also da haben sie mit dem Level of Detail ein bisschen, muss ich sagen, sehr gespielt. Viel gespielt, um Performance zu gewinnen. So, 56%. Okay, ja, ich Idiot. Was mache ich denn? Ah, bin ich jetzt? Nein. So. Ich bin so blöd. Landing Position. Delete. New. So. Passt. Jetzt müssen wir einladen. Wir brauchen. Wie viel waren es? Ich sag mal 4. Ich nehme mal 200 mit. Powerzellen. Habe ich jetzt noch ein bisschen Platz? Computer. Motoren. Da muss ich nach hinten. Komme ich da dran? Ja. So. Oh. Mal 6 mit. Interior Blades. Okay, voll. Die Solarzellen brauche ich mal noch nicht. Dann nehme ich lieber noch mal ein paar Batterien dafür mit. So, okay, das ist besser. So, und jetzt aber im Ale-Tempo da nach oben. So, und wir landen gleich hier, damit wir nicht zu viel vom Wasserstoff verbrauchen. So. Super. Wie viel haben wir noch? 45%. Knapp. Na, wir haben es hinbekommen. Was für eine Aussicht. Genial. Ja, wir müssen unbedingt wieder zum Mond und zum Mars müssen wir auch mal. Mensch. Ich baue hier solche Remote-Stationen, aber die brauchen wir auch. Ich möchte mich umsehen. Unsere, ja, unsere erste Basis gefällt mir nicht mehr so. So, fällt noch Large Steel Tubes, ist in Ordnung. Ihr kennt ja das übliche Spiel. Okay. Ich muss ihn erst fertigstellen. So. Alles klar. Alles klar.
So wird das. Haben wir noch Interior Blades? Ich glaube ja, ne? Da können wir jetzt endlich. Habe ich jetzt alle vor? Nein, ich habe noch welche. Da können wir ja endlich unsere Treppe hier hinbauen, die ich wollte. Yes. Sehr schön. Nee, die machen wir fertig. Komm. Find's die cool aus, so wenn so ein bisschen der Schnee reinläuft noch. Jetzt hier hoch. Wo können wir denn noch so eine Treppe hinbauen? Boom, boom, boom. Von der Seite, ne? Ja, machen wir sie aber direkt, würde ich sagen. So. Ja, das müsste, das könnte passen. Das könnte was werden. Jetzt mal hier. Jetzt hier rein in die Sicht. Ach, wir brauchen Steel Blade schon wieder. Meine Herren. Okay, dann Schnellflug zu unserer Landeposition. Wo ist die hier? Wir sparen. Freier Fall. Das ist so eine gute Idee. Da bremst er ziemlich schnell ab. So. Stopp, 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 stopp. So. Ging doch. Das kann bestimmt noch ein bisschen optimieren. Ich sehe. Base Jump Methoden hier, aber so geht's erstmal. Unterer Connector, verdammt, im Cockpit haben wir noch welche. Das brauche ich auch. Also, wir müssen ins Cockpit. So, wir müssen ins Cockpit. Ah, ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Ah, nehmen wir einfach mal 10 mit. Dann nehmen wir hier 200 von den Stahlplatten. Dann nehmen wir alle. Wir brauchen die Powerzellen. Die sind ganz wichtig. Das heißt, wir müssen jetzt einen unteren Connector dran. Kommt da so ran? Ja. Normale. Ja. 39. Das wird nicht reichen. Egal. Besser als nichts. So. Und wieder. Höchste Geschwindigkeit nach oben. Ich glaube, wir bekommen es aber nicht ganz fertig. So, ich lande jetzt schon hier. So, einfach ein bisschen Wasserstoff zu sparen. 35% immer noch. Hier auch natürlich noch so eine schöne Treppe hin. Und immer noch drücke ich die falschen Taschen. Ich lern's. Wenn die Aufnahme wieder vorbei ist, dann habe ich's gelernt. So. Genial. Kann ich die schon fertigstellen? Dann habe ich wahrscheinlich nicht genügend Interiorplätze. Das mache ich später. So, auf jeden Fall kommen wir jetzt hier hoch. Weg, hier geht's runter. Hier wollten wir noch eine platzieren, das machen wir noch. Na, einmal umdrehen. So. Das ist okay, da müssen wir ja hochkommen jetzt, oder?
Nein. Ich bin so kotzen. Ich habe nämlich Angst, wenn ich zu lange da dagegen renne, dann stirbt der Charakter wieder. Ne? Als Kollisionserkennung traue ich noch nicht so ganz über den Weg im Spiel. Ich trage mal ein bisschen Wasser. Nur ein klein wenig. So, ja. Na komm schon, jetzt ja. Jetzt aber, oder? Sehr schön, jetzt hat es endlich geklappt. Ich bin begeistert. Gut, jetzt kommen wir von allen Seiten hoch, sozusagen. Hier. Yep. Problemlos. Perfekt. Ja, viel zu groß für eine kleine Sendestation. Da bin ich schon wieder viel zu lange dran, weiß ich wohl auch. Was soll's, es macht ja Spaß, ein bisschen was bauen. Wir bauen keine Raumschiffe mehr. Wir möchten nicht zu anderen Planeten. Wir bleiben hier. Ach Gott. So, reicht schon wieder nicht. Reicht auch nicht. Habe ich ja super kalkuliert, ne? So. Ich muss das fertig bauen, weil das Material ist eh komplett weg. Das finde ich so ein bisschen schade, ne? Sobald ich hier einmal anklicke, passt auf, hier ist jetzt eine Stahlplatte drin, sobald ich dann einmal draufklicke, sind die 25 weg. Das ist ein bisschen blöd. Ne? Finde ich schade. Sollte nur das drin sein, was auch zu dem prozentualen Status passt, sozusagen. Aber egal. Machen wir es halt so. Gut. Ich glaube, so können wir es lassen. Machen wir hier unten weiter. So, dann tragen wir wieder ein bisschen was ab. So. Sieht doch jetzt gar nicht so schlecht aus, würde ich jetzt mal sagen, ne? Es muss nicht immer alles fertig werden, es reicht hier, dass es noch teilweise wie so ein Gerüst aussieht, es ist ja nur eine Sendestation. Okay, wir brauchen mehr große Stahlplatten. Was wollen wir denn eigentlich hier auf die Stufen? Interior Blades. Interior Blades. Construction. Okay. Dann wieder ein schnelles Tempo. Wir machen wieder einen Base Jump. Oder sowas in der Art. Wir springen zu weit, macht aber nichts.
Wie ist unser Stand? 25. Ja, ja, es geht. Wir sparen, wo wir nur können. So, hier wollte ich nochmal dran. Na, nein, nicht schweißen. Öffnen. Okay. Ich will erst alle diese Powerzeilen mitnehmen. Soll ich irgendwas anderes noch mitnehmen? So. Wir müssen ins Cockpit. Ich habe keine Ahnung. Oh, ich nehme mal 15. Jetzt ist eh schon wieder voll. Dann wieder im schnellen Flugtempo hier nach oben. Ein bisschen verschwenderisch. Ja, das war jetzt aber auch der letzte Flug. Also wir bekommen es diesmal nicht fertig. Wir müssen nochmal ran. Die Batterie haben wir, sehr schön. Wir bekommen ja den Rotor ja auch noch fertig. Nein, es fehlen zwei. Dann leck mich doch. Oh, Scheiße. Fully depleted. 2 kW, das ist der Rotor, ne? Fully recharged in 44 Tagen. Das lädt sich auf, wenn man noch gar nichts macht. Sehr schön. So, so muss eine Batterie sein. Wir müssten alle Batterien. Nur lange genug liegen lassen, dann sind sie wieder voll. Leider sieht es immer anders aus. Lang genug liegen lassen, dann sind sie leer. Das ist jetzt die blöde Antenne schon wieder. Habe die Sonnenschaft wieder die Stahlplatten vergessen. Ich bin so sackdoof. Ich bin so doof. Bitte verzeiht mir, meine lieben Freunde. Ich gebe mir wirklich Mühe. Ich bin aber immer noch etwas durch den Wind. So. Construction Component. Die können wir ja schon mal ein bisschen platzieren hier an den Treppen. Aber ich denke, auch viel mehr können wir leider nicht mehr machen. Aufgrund des Wasserstoffmangels in unserem Jetpack. Hier haben wir es wirklich. Hier haben wir auch alles platziert. Okay, dann würde ich einfach sagen, wir werfen nochmal einen letzten Blick drauf. Unsere tolle Konstruktion. Ich finde sie wirklich gelungen jetzt, auch wenn es wieder von der Größe her etwas übertrieben ist. Ich versuche es halt immer irgendwie stylisch zu machen und letztendlich wird es trotzdem kacke, ne? Nein, keine Ahnung. Ist natürlich übertrieben und ich sehe jetzt hier wahrscheinlich schon wieder eine bessere Location, aber egal. Ja, egal, macht nichts. Wir haben jetzt hier gebaut. Hier sind wir. Hier sollte die Antenne hinkommen. Da drüben unsere Solaranlage. Werden wir beim nächsten Mal machen. Wir fliegen jetzt gemeinsam wieder ein Stück zurück. Wir machen noch einen kleinen Basejump zum Abschluss. So. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen, meine lieben Freunde. Und ja, nochmals ganz großes, dickes Sorry, dass die letzten Folgen ein bisschen chaotisch waren. Dies hier auch etwas chaotisch angefangen hat. Ich versuche wirklich, mich zu bessern. War halt einfach viel los und ja, egal. Warum ja auch nicht groß und lang jetzt alles beitreten. So, es geht trotzdem weiter. Hoffentlich bald wieder in gewohnter Qualität. So, wir starten die Motoren. Batterie ist schon an. Landefüße. Alter, was ist denn los? Wieso heben wir nicht ab? Achso. Falsche Taste. Jetzt aber. So, wo geht's Richtung Heimat? Ich würde sagen, das dürfte in diese Richtung hier sein. Mining Base Alpha, das könnte hinkommen.
machen wir uns doch gleich mal auf den Weg. So. Wir kommen wieder, wir bauen unsere Remote-Station fertig. Aber erst beim nächsten Mal. Jetzt nicht mehr. Okay. Ich bin schon wieder so fasziniert von der Sonne. Ich muss aufpassen, dass sie dann gegenfliegen. Ich schätze wieder Winde. Die Winde sind eine Katastrophe. Aber ich denke, diesmal schon diesen unförmigen Design. Alter. Beruhig dich wieder. Die Scheibe ist ein bisschen arg dreckig. Egal. Okay, meine lieben Freunde, es wird einfach nicht mehr besser, deswegen in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal und wenn ihr Mitleid mit mir habt, drückt den Abo-Knopf. Das passt dieses Mal irgendwie total. Nein, natürlich nur, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr mehr sehen wollt. Ne? Und trotzdem nochmal ganz großes Entschuldigung von meinerseits, dass es ein bisschen chaotisch war. Ich hoffe, die nächsten Folgen sind alle richtig betitelt und kommen in die Worte. So, jetzt zum 100. Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Adios.